Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Pioneers auf Pagonia. In der letzten Folge hatte ich mich so ein bisschen in diese, ja, in den weiteren Ausbau der Siedlung verloren, insbesondere hier unseres Neuzugangs und habe mich da so ein bisschen schwer, oder was heißt ein bisschen schwerpunktmäßig so damit so beschäftigt und so ein bisschen vor mich hingebaut und hier und da rumgeplant und hier mal ein bisschen geguckt, da mal ein bisschen geguckt. Wodurch die ganze Geschichte auch etwas in die Länge gezogen wurde. Die Folge war etwas sehr lang, bis so im Nachhinein festgestellt. Aber nun gut, es ist, wie es ist. Und ich hatte so ein Zwischenfazit schon gezogen, so für diese Woche. Ja. Also jetzt die Folge, die ihr jetzt seht, die wird an einem Sonntag oder an diesem Sonntag, den ihr jetzt guckt, veröffentlicht. Und ist eigentlich so aus der Sicht die letzte Folge aus der von der Aufnahmesession dieser Woche, also für mich dieser Woche. Ja, ich rede schon Unsinn, wie immer. Wir haben einiges zu tun immer noch. Wir müssen uns hier in diese Richtung vorarbeiten. Da bin ich auch eifrig dabei. Also viele meiner Leute sind dabei, hoffe ich zumindest. Ja, dadurch haben wir ja auch hier dieses Problemchen mit den Dieben. Ich sehe, ich habe da Waldläufer. Ich habe hier ein Diebeslager. Warum habe ich noch dieses Diebeslager, wenn ich hier Waldläufer habe? Anders, was hast du in der letzten Folge gemacht? Da wurde ich hingeträumt die ganze Zeit. So, Moment einmal. Ach ja, da hatte ich geguckt von wegen Stärke und so. Und ich hatte noch geschaut, welches ist es denn? Die Stelle juckt schon wieder oder immer noch. Es ist dieser Wachtturm vor allen Dingen. Ich habe aber noch einen weiteren. Ich merke mir mal den. Das ist nicht der, den ich brauche. Wie sieht es hiermit aus? Wo sind meine ganzen... Da habe ich Soldaten. Okay, habe ich nur noch den einen mit Waldläufern? Das ist ein Entdeckerposten. Da ist klar. Auf der Andrea Doria. Das ist ein bisschen wenig. Wir haben aber Möglichkeiten. Mittlerweile. Und Moment, wie haben die Diebe dort? Ich will die jetzt da nicht aufreiben, ne? Da muss nicht sein. Ich habe hier entsprechende Veteranwachen. Jetzt sind im Augenblick leider nur noch vier. Warum sind das nur vier? Ich meine, ich hätte entsprechende Eisenlanzen und Kettenrüstungen entweder in Auftrag gegeben oder noch entsprechend vorrätig. Bin ich mir fast sicher. Oder wurden die irgendwie abgemurkst? Von bösen Dieben und Banditen. Moment, da muss ich leider erstmal klären. So, also Eisenlanzen angeblich 21. Dann Kettenrüstungen 15. Okay, übliche Spiel. Kunstschmiede, Rüstungsschmiede. Wir hüpfen da mal hin. Der sagt mir, er hat nichts mehr zu tun. Das glaube ich nicht. Der hat sogar noch 5 auf Tasche. Dann, wie sieht es hier aus? Okay, das ist jetzt nicht so üppig. Ja, gehen wir mal erstmal auf 10. Ich weiß nicht, ob das jetzt von meinen Leuten her reicht. Oh, ein Steinbruch, der keine Ressourcen mehr hat. Oh, das ist ungünstig. Ich werde schon wieder angegriffen, das ist auch ungünstig. Achso, das sind die Leute, die da angegriffen werden. Ja, alles gut.
Also so halbwegs gut. Moment, Steinbruch. Wo warst du? Moment, komme ich da hin? Ja. Kupfer, Stein. Das ist doch nicht der richtige, sehe ich gerade. Den finden wir aber wieder. Einen Moment mal eben. Stein. Dann machen wir das mal so. Hier ist auch Stein, also der ist versorgt. Der hat ein volles Warenlager. Okay. Nichtsdestotrotz machen wir das mal so. So. Was ist mit los? Da war da mal Stein. Moment mal eben. Ah, hier keine Ressourcen in der Reichweite. Er hat aber noch ein bisschen was auf Lager, wenn ich das richtig sehe. Ja. Kalkstein braucht er nicht abzubauen. Was ist hier mit los? Das ist Kupfer. Das ist auch Kupfer. Stein wäre da hinten. Da kommt er aber nicht mal ran. Dann würde ich sagen. Den brauche ich erstmal nicht mehr. Der soll dann aber nur noch das, was er da hat, im Lager behalten. Ich habe hier Stein. Da kümmert aber der Steinbruch sich drum. Okay. Silbererz, Stein. Lager. Ah, das ist fertig. Das ist cool. Stein, Kohle. Ja, dann würde ich auch sagen, um den Ausfall da so ein bisschen zu kompensieren, ein Steinbruch muss her. Den würde ich dann hier so hinsetzen wollen. Oh, ich sehe es gerade. Dann ist hier vielleicht ein besserer Platz. Dann kann er sich da austoben. Enttarnt. Okay. Ah! Oh! Upsi! Da geht's auf einmal ab. Das ist ja cool. Meine Leute haben so ein bisschen Schwierigkeiten. Zum Teil. Wow. Das hat gesessen. Woher die letzten Endes auch immer gekommen sind, aber denen ging es jetzt kräftig an den Kragen. Ja, hilft nichts. Ich muss da langsam ran. Okay, Nandos, nicht lange rumgetrödelt. Wachturm muss her. Leichter gesagt als getan. Ich meine, den dahin zu setzen ist jetzt nicht das Problem, nur wie kriege ich die Verbindung hin? Holy moly. Das könnte klappen. Ist ein bisschen nah dran, aber hier, das sollte. Achso, da ist wieder was im Weg. Dann setze ich den einfach mal hier so hin. Wegetechnisch klappt das ganz gut. Da will ich... Moment, das sind Diebe, ne? Ja. Da will ich... Waldläufer haben. Die brauchen Fackeln und leichte Rüstung. Ich habe angeblich 21 Fackeln, davon sind 5 irgendwie verfügbar.
Nein, kein Eisenerz. Einen Augenblick. Muss die Ausbildung oder Ausrüstung und Holzwerkstatt. Ist richtig. Du machst mal so 10 Fackeln. Oder meinetwegen auch 15. Leichte Rüstung. Die Schneiderei soll es sein. Schneiderei. Hat nichts zu tun. Wie sieht es hier aus mit leichter Rüstung? Habt ihr irgendwas auf Lager? Nein. Ich hatte hier ein Lager, da ist was drin. Leichte Rüstung, 11. Das sieht gut aus. Damit aber trotzdem Reserve da ist, würde ich mal sagen, 5 davon. Wie sieht es hier mit Rucksäcken aus? Dann machen wir noch 5, vielleicht machen wir noch mal 10 leichte Rüstungen. So. Das sollte funktionieren. Ich wurde mal wieder von Dieben angegriffen. Okay, das ist klar. So, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Im Eifer des Gefechts. Und in meinen Erklärungen und so weiter und so fort. Kein Personal anwesend? Habe ich nicht genügend Angeln? Das wäre eine mögliche Erklärung. Hering, Forelle, ich glaube, Hering finde ich, werde ich hier nicht finden. Gehen wir ganz stark von aus. Moment mal. Angeln, hatte ich nicht auch welche in Auftrag gegeben? Und aus mit Mühle, Holzwerkstatt. Angeln. Ja, machst du mal 5 Angeln bei der nächsten Gelegenheit, sobald er mit den Fackeln da fertig ist. Das brennt ja jetzt nicht so. Es wäre schön, wenn man da Sachen machen könnte, aber ist jetzt nicht, dass ich sage, irgendwie, um Gottes Willen, wir werden alle sterben. So, der hat keine Ressourcen in Sicht. Okay, ich sehe auch nichts, was irgendwie noch abgebaut werden könnte. Dann lassen wir die mal. Hier, Kohletagebau, das gleiche Problem. Okay. Schmutjub, alles hier mit. Silber. Kalkstein, aber kein Silber. Moment. Stein, Kupfer, Stein. Der hat aber auch noch Sachen auf Reserve. Okay. Ja, so langsam, aber sicher, ne, kommt so der Zeitpunkt, wo uns so ein bisschen die Ressourcen ausgehen. Aber solange ich Sachen immer noch, so wie hier, ne, gelagert habe, sage ich mir, kann es mit den Ressourcen nicht ganz so übel aussehen. Gut, besser geht immer. Und im Blick behalten muss ich das auf jeden Fall. Damit wir nicht irgendwann nichts mehr bauen können oder produzieren können und wie auch immer. Das wäre nicht so schön. Und ich bin so schon genug hier am Schwimmen. Ihr habt es in den letzten Folgen ja miterlebt. Also, Konzentriertes Vorgehen ist anders. Aber egal. Wir schaffen das schon irgendwie hier. Da bin ich ganz, ganz weit vorne. Was ich jetzt gerade nicht sehe, ist, ich habe Teilen. Ach, da habe ich da. Alles klar, alles klar, alles klar. Dann sollte ich. Kann ich den so schon löschen? Das geht nicht, ne? Ein Moment. Ah, ja, so war das. Dann setze ich den da mal dahin, weil Petrolie brauchen wir da jetzt erstmal so nicht unbedingt. Was aber wichtig ist, ist,
Diese Geschichte? Nein, gar nicht wahr. Diese Geschichte? Und da sollte ich mich vielleicht. Augenblick. Wie sieht es hier mit dem Grenzverlauf aus? Sieht man immer nicht so genau. Muss ich hier noch was machen? Muss ich hier nichts mehr machen? Die sollen sich mal hier so in diese Richtung mehr so konzentrieren. Solange wie das Diebeslager da noch nicht weg ist. So, hier gibt es Eisenerz, das ist cool. Eine Sammelhütte, die hat auch kein Personal. Was brauchen die denn? Sichel. Okay, habe ich keine Sicheln? Anscheinend. Werkzeug, 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 Werkzeug. Sicheln. So. Oder aber ich habe Sicheln, aber ich muss hier die entsprechenden Leute ausbilden. Das geht hier nicht. Ich kann nur Planierer, Zimmerer, Handelsträger und Baustellenträger rekrutieren, aber alles andere nicht. Hier sind auch 8 Sicheln irgendwie vorhanden. Wieso liegen hier 8 Sicheln, wenn ich hier irgendwie nichts rekrutieren kann? Das kommt also von selbst dann irgendwie automatisch. Das heißt, wenn hier Sachen ausliegen, dann spaziert hier irgendjemand rein, schnappt sich das entsprechende Werkzeug und wird dann halt Sammler oder Sammlerin, je nachdem. Aber das scheint ja nicht zu funktionieren. Oder sich wieder was falsch. Ich bin verwirrt, wie immer. Genau, bildet Arbeiter aus, indem sie mit Werkzeug ausgestattet werden. Ich habe hier 8 Sicheln, warum habe ich keine Sammler? Habe ich nicht genügend Leute? Ich meine, es sind noch ein paar dazugekommen durch den netten Neuzuwachs, den wir da bekommen haben. Was ist hier mit der Taverne los? Wohnhäuser sind alle voll, insofern werden also keine Genussmittel hergestellt. Das ist kein Argument. Da kann ich gegen tun. Wenn es denn sein muss. Moment, Bevölkerung. Kleines Wohnhaus, großes Wohnhaus. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Wo kriege ich denn noch was unter? Oh, das sieht ein bisschen komisch aus. Setzen wir doch hier einfach mal so ein kleines Wohnhaus hin. So nett und klein soll es sein. Okay. Die ist mit ihrer Produktion fertig. Ich hatte hier irgendwo kein Wohnhaus, sondern ein Wachturm in Auftrag gegeben. Dort, der ist noch im Bau. Und da wollte ich Waldläufer haben. Richtig. Die sind schon geordert. Und die sollen da den Dieben das Leben schwer machen, allerdings nicht sie alleine, sondern im Zusammenspiel mit diesen Leuten da, die da jetzt hier rum existieren sind. Oh, direkt in der Nachbarschaft. Sehr schön. Ja. Okay, der Teil ist fertig. 4 sind auch schon unterwegs.
dann schaue ich noch mal. Abenteuergilde. Fackeln und leichte Rüstung. Waldläufer. Wir machen mal vor, es aber 10 Stück. Wir haben es ja. Ist ja nicht wie bei armen Leuten. So. Ja, da sind noch die 4 noch nicht mal da, aber sind auf dem Weg. Und da kommt Nachschub. Sehr gut. Wir werden schon wieder von Banditen angegriffen. Warum sind die Entdecker denn hier in der Gegend? Moment, Moment, Moment. Entdeckerposten. Habe ich da den... Nö. Den habe ich jetzt hier hingesetzt. Könnt ihr euch da mal so ein bisschen dran halten? Das wäre sehr... Das wäre sinnvoll. Warum rennt ihr immer hier rum? Den Fokuspunkt dahin gesetzt. Das sind die Entdecker. Die sind ja jetzt hier entsprechend markiert. Das sind also jetzt nicht irgendwelche anderen. Sehr seltsam. Warum die immer dahin wollen, keine Ahnung. Wie sieht es denn jetzt hier mit dem Teil aus? 4 sind da, 6 weitere sind unterwegs. Wo sind die? Sind die schon wirklich unterwegs? Oder sind die noch in der Ausbildung? Oder wie? Ah, nee, da sehe ich 3. Rumrennen und das sind die anderen 3. Sehr cool. Sehr, sehr schön. Ja, läuft. Wir kommen so langsam aber sicher vorwärts. Insofern vorwärts, als dass ich hier mit meinen Diebeslagern und so weiter so langsam aber sicher fertig werde. Irgendwo hatten wir auch noch Banditen oder waren die, ich glaube, die sind Geschichte. Banditen sind, glaube ich, Geschichte. Da habe ich im Augenblick keinen Ärger mit. Aber diese Diebe da, die machen uns das Leben noch schwer. Was hier noch kommen wird, keine Ahnung. Irgendwas wird auf jeden Fall auf uns warten, davon gehe ich mal aus. Alles Dinge, die wir noch zu erleben haben werden. Und erleben werden allerdings erst... Ah, sehr schön. Allerdings erst ab der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch immer alles, alles Gute. Genießt die Zeit. Danke für eure Unterstützung. Danke für... Deine Unterstützung nach wie vor brauche ich sehr, hilft mir sehr. Vielen, vielen lieben Dank. Bis bald.